Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Bioshock. Ja, wir waren in der letzten Folge, glaube ich, kurz dabei, diese putzige Dingens hier, diese putzige Little Sister hier zu retten. Wenn man das retten nennen kann. Mehr oder weniger zumindest. Und jetzt müssen wir weiter, ich glaube, durch die Tür. Weil es sieht zumindest so aus, ist ja der einzige Weg hier raus. Ja, und sie geht sogar auf, wunderbar. Oh oh. Ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe jetzt ein bisschen Far Cry gezockt. Hallo, wo bist du? Da unten ist sie. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Zwerg? Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Far Cry gespielt und deshalb habe ich jetzt ein bisschen anderes Handling der Waffen so drin. Muss ich mich erst wieder umgewöhnen und vor allem auch, dass ich nur so langsam gehen kann. Da muss ich mich umgewöhnen. Weil das ja bei Far Cry oder sonstiges zum Beispiel nicht so ist. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Oh oh. Es wird kein Zuckerschlecken. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an. Und an das Adam, das sie bei sich tragen. Oh oh. Weiter vorne ist noch eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu halten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Das wird jetzt übrigens recht lustig. Nur mal so gesehen. I don't know. Was ich jetzt machen, wie ich das jetzt am besten bekämpfe, das Vieh. Ich glaube, ich probiere es jetzt einfach mal. Blinde aber erstmal das Zeug hier noch. Oh, habe ich schon. Ich speichere noch kurz mal vorher. Einfach weil Baum. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ups. Schießen wollte ich eher nicht. Oh. Hallo, Big Daddy. Genau deshalb. Ups. Genau deshalb bin ich nicht so begeistert. Cool. Ich habe übrigens kein Problem damit, wenn sich das Vieh hier um mein Geschütz kümmert. Oh oh. Wie lange es das allerdings noch machen wird, ist mir jetzt so ein Rätsel. Uah, geh weg. Ah, verdammt, der ist tot. Genau deshalb mag ich die Viecher nicht. Ein Bouncer. So, natürlich retten wir das kleine möchtige Mädchen. Fängt gut an, die Folge. Gleich mal Big Daddy Kampf. Die werden uns noch des Öfteren... Hallo. Kein Problem, Kleine. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt überhaupt wieder ein Mädchen ist oder wieder immer noch so eine Little Sister, die irgendwann wieder zu so einem Big Daddy findet. Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, ja. Ist gut. So, da muss ich jetzt weiter. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. What the? Ist gut. Ist gut. Alles gut. Kommt da noch jemand? Ich glaube nicht. Ist scheinbar weg. Ah ja. Ah ja, ah ja. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig. Was ist jetzt los? Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute. Muss ich jetzt hier durch, oder? Ah, genau. Oh. Hallo, Bombe! Ich wollte sie gerade eigentlich zu dem Typen zurückwerfen, das hat aber nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Aua! Wirfst du noch eine? Ich würde den gerne mal direkt treffen, aber das ist gar nicht so einfach. Okay, es geht. Er ist tot. Wunderbar. Wunderbar. Kiste mit Granaten ist blöd. Ja, ist gut. Ist blöderweise leer, so jetzt kann ich das wieder benutzen. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Man kann hier unten durch wieder. Aber du hast es geschafft. Komm jetzt drüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln.
Ah ja. Na dann, schauen wir doch mal. Vielleicht zerquetscht uns gleich das Tor, weil es wieder zugeht oder so, das kenne ich. Würde mich nicht wundern. Ah, sind wir wieder in der Tauchkapsel oder was? Neptune's Bounty, genau. Ach, mit denen können wir zwischen den Gebieten hin und her reisen. Ah, super. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Rapture Metro. Ah ja. And now? Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Ah ja, hier sieht man schon, die Leute, die hier irgendwelche religiösen Symbole reingeschmuggelt haben, sind etwas, konsequent behandelt worden, sage ich mal. Ach, hier ist eine Vita-Chamber. So, überall Leichen. Was ist denn hier schon wieder passiert? So, was bringt mir das denn jetzt? Plasmide. Ach ja, hier bin ich in der Genbank, genau. Da müsste ich aber erstmal hier ein paar mehr Dingen zu kaufen. Ein paar mehr Plätze. Okay, hier brauche ich eigentlich nicht wirklich was, sage ich mal. Kann ich denn hier nichts kaufen? Körperton. Schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes? Achso, das sind die Körperdingen. Hier haben wir aber nichts in der Genbank. Deshalb lassen wir das jetzt mal. Hier muss ich weiter. Okay. Gut zu wissen. Oh, hi. 91 days since our last accident. Ah ja. Ja, okay. Ich habe irgendeine Firma, in die wir jetzt eindringen. Hallo? Ich will es nicht wissen. Der hat doch ein Maschinengewehr, warum hat sich der nicht wehren können? Ich meine, mit Maschinengewehren geht doch nicht. Die Tage vergehen wie im Flug. What the fuck? Kommt doch bestimmt gleich irgendwo runter. Das kenne ich doch. Die hacke ich jetzt mal kurz. So, hacken. Wo muss ich denn hin? Hier oben rauf. Erstmal so. Ach ja, hier geht's weiter. Okay, wunderbar. Muss ich jetzt ein bisschen hier so im bisschen Umweg machen. Umweg gehen. Einfach weil ich kann, sag ich mal. So, müsste passen. So, heilen wir uns mal, oder? Nee, brauchen wir ja gar nicht. Haben wir ja noch. Wunderbar. Oh. Hallo, Big Daddy. Ich speichere mal. Neptune's Bounty. Jetzt haben wir auch einen anderen Speicher- und Ladebildschirm. In Blau. Schmuck in Blau. Den Big Daddy lassen wir jetzt aber erst nochmal. Die machen ja nichts, wenn man sie nicht ärgert. Gott sei Dank. Oh, oh. What the? Aber die machen was. Ah, was? Ach so. Ich hab die falschen Dingens drin. Das falsche Plasmid hatte ich drin. Ah, ich hatte Telekinese drin. Das bringt natürlich gegen die Teile überhaupt nichts. Das war jetzt natürlich super intelligent wieder, was ich da angefangen habe. Das war geplant, ja. Das war so geplant. Das war kein Versehen oder keine Unfähigkeit oder so, nee. So, jetzt kann ich hier rüber. Wunderbar. Jetzt bräuchte ich noch eins quer. So. So, das Geschütz arbeitet jetzt für mich und wenn ich den Big Daddy angreifen sollte, locke ich den am besten nach unten. What the fuck? Ich werde beschossen. Hilfe. Okay. Körpertonika gesammelt in Genbank. Verdammt.
Ich bin ein unbeschreiblicher Held. Das ist echt Wahnsinn. Ich war jetzt gerade ein bisschen überfordert, stückweise. Aber es geht ja. Oh. Sollte ich jetzt irgendwas nicht. Alter, wie ich hier schon wieder rumfeile. Mann Gottes. So, das weiß ich ja, was da passiert. Ich will immer sprinten. Nichts. Da krabbelt gar nichts. So, der Big Daddy ist da. Den lasse ich natürlich erstmal. Das Ding gehört noch zu uns. Kann ich das eigentlich reparieren? Nein. Ach, der Big Daddy geht schon mal wieder gerade ein bisschen ab. Immer diese Big Daddies. Was ist denn hier hinten? Hier blinkt irgendwas. Eve-Spritzen, MG-Patronen. Und was ist das hier? Die hat noch Munition, wunderbar. Dann kann uns jetzt hier schon mal nichts angreifen, hoffe ich zumindest mal. Wir können in Ruhe ein bisschen plündern. Bevor wir uns um den Big Daddy kümmern. Den wir ja blöderweise brauchen. Nitro-Splicer. Warum geht denn der Big Daddy da hinten jetzt so ab? Oh! Splicer. Deshalb. Ach, ein Leadhead-Splicer war da mal wieder am Start. Aber der, glaube ich, hat gegen den Big Daddy auch nicht wirklich Chancen. Und hier ist auch schon wieder scheinbar Wassereinbruch. Das sind irgendwie Taubkugeln oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich muss mich jetzt, glaube ich, mal um den Big Daddy hier kümmern. Glaube ich zumindest. Oh. Bis auf Weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Auftrag so eine Art genetisches Schloss in die Dinger einbauen. Jetzt können nur noch Ryan und sein Führungskreis sie frei verwenden. Die Jungs haben mir aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach Belieben mit den Tauchkugeln fahren. Das wundert mich jetzt eher weniger. So, ich muss mich jetzt aber mal um den Big Daddy hier vorne kümmern. What the? Ich bin fast tot. Das ist übrigens ein anderer, scheinbar. Es gibt also scheinbar auch verschiedene Big Daddies, wie ich das so sehe. Sieht man ja ganz gut. Auch welche, die scheinbar auf Distanz arbeiten. Ist der tot? Nein! Noch nicht tot! Lad nach! Ja, Pech gehabt. Kleine? Dein Big Daddy ist jetzt tot. Ich könnte es natürlich auch ausbeuten. Kann ich euch auch einmal zeigen, würde ich sagen. Das kann ich einmal machen. Der heißt Rosie? The fuck? Ah ja, cool. Jetzt bekomme ich Geschenke von Tannenbaum. Diese Belohnung steckt in einem Teddybären, den du bei einem Gatherer's Garden findest. Ah ja, jetzt müssen wir also einen Gatherer's Garden finden. Die haut ab, die Kleine. Und jetzt schauen wir mal weiter. Oh oh. Das ist irgendwo Gatherer's Garden, oder? Erstmal eine Genbank. Oh. Und hier Schütz. Was jetzt vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist. Hallo. Oh, 200 Adam, Hypnotizer, Big Daddy. Ah ja. Belohnung bekommen, wunderbar. Neues Plasmid, Hypnotizer, Big Daddy. Brauchen Sie einen Bodyguard für alle Notfälle? Und so neuestes Hypnotize Plasmid wird ein Big Daddy täuschen, sodass er Sie schützt, als wären Sie seine Little Sister.